Hallo, wir sind Leonie, Garrett und unser Hund Sawyer. Aktuell reisen wir durch Griechenland mit unserem selbst ausgebauten Mercedes 609D namens Ruby. Diese Woche verlief nahezu perfekt. Wir haben zahlreiche schöne Orte besucht, uns antike Städte angesehen und das Inland von Griechenland genossen. Doch plötzlich wird uns mitten in der Nacht etwas gestohlen, das wir unbedingt für die gesamte weitere Reise brauchen. Was genau passiert ist, seht ihr jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video und dieser neuen Woche. Wir standen dieses Wochenende hier an diesen wunderschönen Ruinen, direkt an dieser Klippe bei einer kleinen Kapelle in der Nähe von Skala. Es war wirklich wunderschön und auch super heiß. Wir hatten bis zu 26 Grad. Ja, wir müssen selber mal jetzt mal schauen, wie wir die nächsten Wochen vorgehen. Denn wenn es weiterhin so heiß bleibt, dann müssen wir auf jeden Fall Regionen aufsuchen, die nicht mehr ganz so warm sind, alleine für Sawyer. Aber jetzt schauen wir mal. Momentan geht dort hinten die Sonne auf. Das ist wirklich wunderschön und die Temperaturen sind gerade perfekt. Aber wir gucken mal, wie warm es wird und was diese Woche alles passiert. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Na dann, auf ein neues! Auf ein neues! Guten Appetit! Ja, die Mercedes, Auto, Familie ist wie so eine Familie, finde ich. Es gibt den Unimog, das ist so der Grandfather. Das ist so richtig der Grandfather, weil der ist auch am ältesten. Weil der Crazy Uncle. The Crazy Harry Uncle. Mhm. Mit so einer, auch mit so einer Plauze so ein bisschen. Mhm. So ein Holzfäller. So ein Lumberjack. Weil der für jedes Abenteuer das zu haben ist. Der ist für alles dabei. G-Klasse. G-Klasse, das ist so der sportliche Papa. Mit den Dad-Jokes. Mit den Dad-Jokes. Der aber auch so, der macht so Trailrunning. Mhm. Also der läuft auch so durch die Berge und ist so. Der hat auch noch voll Muckis in den Beinen. Let's go, we can do this. Wades easily through 60 centimeters of water. If need be, even more. Der Dudo, das ist der Großvater, der auf der Couch sitzt. Der Dudo. Ja, ja, Dudo. Der ist auch ein bisschen langsam, aber. Ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber der war früher mal richtig, richtig cool. Richtig liebevoll. Das war ein Hippie früher. Das war ein Hippie, ja genau. Stimmt, weil er sieht ja auch ein bisschen aus wie der VW-Bus. So rund und dick und moppelig. Das ist der Dudo, ja. Und sehr liebevoll, weil er bietet auch viel Platz und Komfort. Und ja. Es gibt Uncle Harry, Crazy Uncle Harry. Dann gab es den Father. Crazy George. Genau, Crazy George. Crazy George, Mercedes G. Crazy George. Crazy George. Und dann gibt es ja den Grandpa, ne? Der Dudo. Also, Didi. Didi. Didi Dudo. Grandpa Didi. Grandpa Didi. Genau. Und dann gibt's den Rufus. Das ist der, der ins Fitnessstudio geht. So, du siehst ihm an, er ist auch nicht schnell, er ist auch recht breit. Aber der hat. Aber er macht was. Er hat Kraft. Er hat Kraft, so, er hat Muckis. Mhm. Er ist so der. Er liebt die Arbeiter. Nur, genau. Der arbeitet auch. Genau, der arbeitet auch viel. Offroading. The art of getting dirty and going broke while slowly heading nowhere and taking all day to do it. Das so, ist der auch so die so das Feuerholz genau, im Winter genau hackt. Das ist der T2. Ja. So, ja. Unsympathisch. Der macht ein Abenteuer mit, ja. Aber der kann auch mal ein Wochenende im Spa so leben, ne? Genau, ist immer dabei, aber
ist auch manchmal beim Wandern dann vielleicht auch mal so, ich mache mir jetzt hier ein Bier auf. Ja, genieß den Sonnenuntergang. Genieß den Sonnenuntergang. Genau, ich kann mich auf dem Rückweg wieder abholen, ne? Machen wir hier eine Packung Öl auf. Genau, ich weiß ja, morgen planen wir nochmal einen anderen Tracking-Tour. Genau. Ich bleib bisschen hier. Bisschen dirty, deswegen, ich bleib heute mal ein bisschen hier. You und guys entspannen. Go, I stay here 2 days, you know where you can find me. Ja. Ungefähr so. Also es ist im Grunde die Mercedes-Benz Camper Nutzfahrzeug Edition, ne? Die Mercedes Family. Die Mercedes. Wir düsen jetzt los. Ruby ist fertig, denn wir haben heute am Morgen beim Frühstücken zwei richtig coole Orte uns rausgesucht, die wir heute sehen möchten. Sind noch gar nicht so weit entfernt von hier. Der erste ist schon 20 Minuten. Die Küste hier runter, also richtig cool. Da düsen wir jetzt hin und ja, wir sind gespannt. Wir sind jetzt nur ungefähr 6 Minuten gefahren, haben dann wieder schon einen Stopp gemacht und sind jetzt an unserem ersten Ziel für heute angekommen. Und zwar hier am Strand, denn... Ja, hier ist ein Schiffswrack. Hier ist ein Schiffswrack. Und dieses Schiffswrack sieht sehr beeindruckend aus. Das zeigen wir euch jetzt mal. Bevor wir jetzt zur Dimitrios laufen, diesem alten Küstenmotorschiff, dazu erzähle ich euch später noch ein bisschen, ist uns gerade eine total schöne Begegnung passiert. Und zwar haben wir Heiko und Yvonne getroffen, zwei Zuschauer von unseren Videos. Liebe Grüße an der Stelle, total schön, dass ihr uns angesprochen habt. Wir standen hier, wollten eine Aufnahme machen und tatsächlich kamen die zwei uns entgegen und fragten, Leonie? Garrett, seid ihr es? Und ja, wir waren es. Also echt eine tolle Begegnung. Die zwei reisen auch gerade hier über die Peloponnes und sind unterwegs. Ist irgendwie schön. Immer wieder schön, euch mal in der echten Welt zu sehen. Ja, das ist vor allem, man sieht ja sonst immer nur die Usernamen oder irgendwie Kommentare. Man hat ja gar keine richtige so Verbindung. Ihr wisst immer mehr von mir als wir von euch. Und deswegen finde ich immer wieder schön, wenn es dann Leute ansprechen, also Zuschauer. Und irgendwie ist es dann schön, so ein Gesicht dazu zu haben. Und die sagen auch, diese Waren haben schon von Anfang an uns mitverfolgt. Und irgendwie ist das schön zu wissen, dass man so die Gesichter auch zuordnen kann, also die Namen. Das finde ich irgendwie immer richtig schön. Richtig also liebe schön. Grüße gehen raus. Liebe Grüße. Seht ihr mal die Dimitrios noch mal ein wenig von näher. Wir machen gleich noch ein paar mehr Aufnahmen. Aber ist das nicht total beeindruckend? Besonders beeindruckend ist sogar, dass dieses Schiff hier eigentlich ursprünglich ein dänisches Schiff war. Und zwar hieß die Dimitrios früher Klintholm, wurde in den 50ern gebaut, wurde dann über die Jahre dann verkauft nach Griechenland. Unter anderem hieß sie am Ende auch gar nicht mehr Dimitrios, aber Dimitrios ist der bekannteste Name. Und in den 80ern war es so, dass in einem benachbarten Hafen das Schiff lag. Der Kapitän musste ins Krankenhaus und in dieser Zeit, in der er im Krankenhaus war, wurde das Schiff kurzer Zeit, ich sag mal, außerhalb des Hafens geparkt. Dann kam ein dicker Sturm. Ja, und hat im Grunde die Dimitrios hier jetzt an den Strand gespült, ohne dass sie gekentert ist, wohlgemerkt. Also das müsst ihr euch auch mal vorstellen. Die ist nicht umgekippt, sondern die ist, wie sie da steht, durch den Sturm und hat sich hier einen neuen Ankerplatz gesucht und steht jetzt seit den 80ern hier. Und im Grunde rottet sie so vor sich hin, aber dennoch ein sehr spannender Lost Place oder einfach nur ein Schiffswrack? Lost and found. Schaut euch das mal an.
Das liegt hier überall alles voll am Strand. Das sind alles Rostmetallteile, rostige Stücke vom Schiff. Ja. So heftig. Ja, irgendwie müssen ja jemand hier entstanden sein dahinter. Ja, hier, ne? Aber echt. Ich glaube, das kann auch nicht gut für die Umwelt sein. Naja, zumindest nicht für alle, die barfuß gerne rumlaufen auch, ne? Ja, und für, weiß ich nicht, ist das nicht auch bestimmt für die Fische und das ganze Unterwasser-Ökosystem da? Das ja, war ja auch ein Motorschiff, ne? Also hat auch wahrscheinlich ordentlich Ölverlust. Ja. Also ist sowieso also, scheiße. Ist ja bestimmt nicht so gut für die Umwelt. Nee. Aber es sieht cool aus. Und genau das hier, das passiert, wenn man sich nicht regelmäßig um seine Roststellen kümmert am Auto. Dann sieht das nämlich irgendwann so aus. Klar, das ist jetzt nochmal 10 Jahre älter als Ruby, seitdem es hier gestrandet ist. Aber ich meine nicht mal, also nur 10 Jahre älter, ne? Und heutzutage rostet ja ein Kastenwagen manchmal schon nach 10 Jahren durch. Aber das ist natürlich auch viel Salzwasser. Ich wollte gerade sagen, wir stehen ja für gewöhnlich auch mit Ruby direkt im Wasser, ne? Aber im Vergleich haben wir nicht so dickes Stahl. Also nicht so dicken Stahl. Also das ist schon echt krass, was hier die Natur im Grunde sich geholt hat und wie hier alles korrodiert ist. Ihr fragt euch bestimmt, warum wir so ein Theater und so eine Riesenfreude da haben, wenn Sawyer durchs Wasser läuft. Mag für euch vielleicht ein bisschen befremdlich sein, aber wer Sawyer kennt, er ist überhaupt kein Wassertier. Also Wasser meidet er, so gut es geht. Hat sogar selbst mal mehr Angst vor seinem Wassernapf, also seinem Trinknapf. Deswegen ja, feiern wir uns einfach total, wenn er sich traut, bei solchen heißen Temperaturen mal mit den Pfoten reinzugehen. Sein Bauch ist auch ein bisschen nass geworden. Das kühlt ihn natürlich auch ab bei den Temperaturen hier, 26, 27 Grad. Deswegen feiern wir es einfach total, wenn er sich das traut. Eines Tages schwimmst du vielleicht auch noch mal mit uns, oder? Na? Eines Tages. Eines Tages. Naja, jedenfalls der Straßenhund hier, der ist sogar durch eine Plörre gelaufen. Ja, das wäre überhaupt nicht Sawyer. Also, da würden ihn keine 10 Pferde reintreiben. So, und wir sind wieder im Fahrerhaus abfahrtbereit. Den ersten Stopp haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt geht es nämlich weiter. Wir möchten uns nämlich noch einen Leuchtturm ansehen auf so einer schönen Halbinsel. Da kann man auch richtig gut parken und vielleicht ja, laufen jetzt auch ein bisschen da durchs Dorf, durch die Stadt. Vielleicht sind da ein paar Läden auf. Ja, da geht's jetzt hin. Wir sind jetzt angekommen neben der Kleinstadt Gitio und hier gibt es auch eine Insel mit dem namensgleichen Gitio Leuchtturm. Den schauen wir uns jetzt mal an. Halbinsel. Halbinsel. And love, and we thought that no.
Auf der Insel Kranai, die wurde irgendwann in den 90ern, glaube ich, mit dem Festland verbunden, also gehört jetzt zu der Stadt Gitio. Und ja, hier gibt es einige Sachen zu sehen. Da drüben ist der Leuchtturm, den habt ihr ja auch schon jetzt gesehen. Richtig schön. Ich glaube, ich habe gelesen, wurde 1973 erbaut. Und hier ist noch ein Turm. Ich glaube, darin ist ein Museum drin, tatsächlich so ein Schifffahrtsmuseum. Aber irgendwie ist es geschlossen. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass es irgendwie sehr oft geschlossen ist. Und ganz vorne, wo wir den Van geparkt haben, da ist auch noch eine kleine Kapelle. Kann man richtig schön rumlaufen. Also ist sehr alles noch natürlich. Man hört die Vögel zwitschern und irgendwie gerade sind auch wenige Touris hier. Also es ist echt sehr angenehm. Und trotzdem werden wir uns gleich nochmal die Stadt Gitio angucken. Und vielleicht was Kleines essen. Und ein Eis essen. Ja. Das schön. Wir sind wieder auf dem Heimweg zu Ruby und verlassen jetzt Gitio und suchen uns einen Stellplatz für die Nacht. Aber es war richtig schön. Also heute haben wir das Gefühl, wir haben so viel erlebt. Wir waren bei dem Schiffwrack, wir haben uns hier eine Stadt angeguckt, wir waren auf so einer Halbinsel. Also wir sind so viel rumgelaufen heute. Es hat irgendwie... Heute war ein sehr ereignisreicher Tag. Wir haben sehr viel in diesen Tag reingesteckt und super viel genutzt. Ja. Also, ja, es war ein richtig schöner Tag und das Wetter war einfach traumhaft. Es war heiß, aber nicht zu heiß. Am Wochenende hatten wir ja so 27 Grad und heute waren, glaube ich, so 23, 24. Es war angenehmer, aber total schön. Also, ja, wir freuen uns. Besonders abends. Ja, besonders abends. Die Abendstimmung ist in so einer Stadt ja immer wirklich traumhaft. Ja, oh, ich bin satt. So, jetzt geht's aber zurück zu Ruby und dann zum nächsten Stellplatz. Thank you.
Liebe Leute, wir sind angekommen, wie ihr hier sehen könnt. Und tatsächlich sind wir ins Inland geflüchtet. Hier ist alles viel, viel grüner. Es ist frischer, kühler. Und das werden wir jetzt erstmal genießen. Denn ich glaube, wir waren jetzt monatelang immer an der Küste unterwegs. Also wir waren so gut wie nie im Inland von Griechenland. Deshalb genießen wir das jetzt mal. Und wir haben sogar hier einen Platz in der ersten Reihe der Tribüne. Denn wir sind, könnt ihr da hinten sehen, auf einem örtlichen Sportplatz gelandet. Hätten wir jetzt nicht gedacht. Dachte man auch nicht dran, wenn man bei Park4Night den Platz hier einfach sich ansieht. Aber tatsächlich ist das hier so ein Sportplatz. Das Dorf ist aber so klein, dass es hier niemanden stört. Und der Platz ist riesig. Wir stehen auch hier am Rand. Ja, ist ganz witzig. Und für eine Nacht reicht das vollkommen. Es ist eben, es ist sauber, es ist frisch, es ist grün. Wir genießen das jetzt hier erst einmal. Richtig schön hier im Inland. Wir sind auch die Straße hier hingefahren und man konnte so ein paar Berge, das Gebirge auch schon sehen. Ich weiß gar nicht genau, was es jetzt genau ist. Das sagen wir euch morgen, denn wir fahren vermutlich auch durch. Denn wir sind auch auf dem Weg nach Sparta und danach fahren wir dann durch dieses Gebirge. Aber ja, ist total schön hier. Total ruhig. Ist irgendwie schön, mal so im Inland zu sein und nicht an der Küste. Ist auch viel, viel frischer hier. Hätte ja niemand gedacht, dass wir letzte Nacht hier in einem Zoo übernachten. Wir hatten heute Morgen zahlreiche Geräusche schon. Ich glaube, um 5 Uhr morgens hat sich hier ein heimischer Gockel dazu entschieden, mal alle zu wecken im Ort, 2 Stunden bevor es hell wurde. Dann haben die Kröten angefangen, gleichzeitig die Hunde, die Piepmätze waren sowieso die ganze Zeit unterwegs. Also ein Orchester an verschiedensten Tierlauten hatten wir heute Morgen, plus die Schafe nochmal. Also echt spannend, hätten wir niemals gedacht, dass wir hier in so einem kleinen abgelegenen Dorf dann doch so viel noch zu hören bekommen. Aber die Temperaturen sind super angenehm. Es sind, glaube ich, diese 3 Grad Unterschied zur Küste, die es sehr, sehr schön und erträglich machen. Ja, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Leonie arbeitet gerade an ihrer aktuellen Hausarbeit und während sie an ihrer Uni sitzt, werde ich ein wenig dafür sorgen, dass unser Hund in gewissen Situationen genervter guckt. Wir machen jetzt mal was, was ihm auf keinen Fall gefallen wird, denn heute ist Waschtag. Nicht für uns, sondern für ihn. Der war gestern nämlich auch im Salzwasser und allgemein könnte man ihn mal wieder waschen. Ist nämlich jetzt auch schon einige Wochen her. Er stinkt, so kann man es auch sagen. Da oben ist auch ein Wasserhahn, da könnten wir gleich danach Wasser auffüllen. Das heißt, wir nutzen jetzt die Gelegenheit hier. Ist auch kein Matsch da und ja, er hat Glück, dass er mich jetzt nicht versteht, während ich das jetzt sage. Aber ich würde sagen, wir fangen sofort mal an. So ja, let's do this. Gerade richtig. Das ist noch toll bis jetzt. I know this place and I don't like it. Wenn du das richtig gut machst, können wir auch nebenbei was essen. Ich weiß, was das ist. Ich mag das nicht, sagt er sich. Oh, du willst jetzt schon nichts essen, weil du weißt, was passiert. It's not that bad. Habe ich da kurz deinen Fuß berührt? Das geht ja nicht. Guck mal, das hast du toll gemacht. Du hast einen nassen Fuß, bitteschön. Angst. Wir müssen da jetzt einfach mal durch, mein Schatz. Guck mal. Ist
das so schlimm? Du zuckst ja nicht mal zusammen. Ich darf was essen, dann ist es nur noch halb so schlimm. Ja, das ist so. Dann lass es jetzt einmal mit sich machen. Ne? Das lässt es gerade über sich ergehen. Super Fahne. Schrecklich. Du siehst doch gut aus. Steht dir gut, mal so ein Wet Hair Look. Genau. Hol mal die ganze Unterwolle raus. Let's make you pretty, boy. Please take her away from me. Please. Could you please, Daddy? Please. Sawyer ist mittlerweile schon wieder fast trocken und er sieht aus wie ein aufgeplustertes Hähnchen. Hühnchen. Hähnchen sind die, die man isst, und Hühnchen sind die Tiere. Ja. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Sparta. Vorher müssen wir auf jeden Fall nochmal Wasser auffüllen. Und das da drüben an dem Gebäude ist auch ein Wasserhahn. Das ist ziemlich cool. Da düsen wir jetzt einmal hin und dann geht's los nach Sparta. Das reicht doch schon. Meinst du, das reicht? Das reicht. Okay. Der beste Wasserauffüllspot auf der Welt. Deswegen das Time of my life. Wasser ist jetzt aufgefüllt, also kannst du jetzt los nach Sparta gehen. Wir sind mittlerweile in Sparta angekommen und bereits durch die moderne Stadt gefahren. Dabei ist uns nicht wirklich was Besonderes aufgefallen, sah im Grunde aus wie jede andere Kleinstadt in Griechenland, auch nicht recht klein. Wir laufen aber jetzt zu der antiken Stadt Spartas und da gibt es mal wieder ein bisschen Geschichtsunterricht. So, liebe Leute, nach nur ungefähr 10 Minuten Spaziergang von unserem Parkplatz entfernt sind wir jetzt in der ursprünglichen antiken Stadt Spartas. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch an unser Video bei den Thermopylen, denn dort haben wir über die berühmte Schlacht bei den Thermopylen gesprochen, wo im Grunde die glorreiche Geschichte stattgefunden hat zwischen den geringen Anzahl an spartanischen Soldaten gegen die Großmacht Persiens. Und hier saß im Grunde ja der Hauptmittelpunkt dieser kleinen Großmacht, kann man schon sagen, denn die haben ja ordentlich kriegerische Leistung vollzogen. Und wir schauen uns heute mal Sparta an, beziehungsweise das, was noch übrig ist. Es soll hier noch eine Akropolis geben und eine Agora. Agora bedeutet Marktplatz. Und ich würde sagen, wir nehmen euch jetzt mal mit. Vielleicht erzählen wir noch ein paar Kleinigkeiten. Genießt es! Also der Spaziergang hier durch das antike Sparta ist auf jeden Fall sehenswert. Alleine durch diese ganzen Olivenhaine zu spazieren, jetzt bei den wärmeren Temperaturen im Frühling, ist richtig schön, oder? Mhm. Ist
echt alles gut. Sehr naturbelassen. Absolut, es ist wie so eine kleine Parkanlage. Man muss aber zugeben, wenn man sich jetzt nicht allzu viel mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, was man eher machen sollte, wenn man den Ort hier besucht, denn man sieht überwiegend alte Steine. Also vieles ist einfach nicht mehr so erhalten wie früher, ist ja klar, 2500 Jahre ist das Ganze jetzt auch schon her. Und es ist auch vieles zugewuchert, muss man auch dazu sagen. Viele Gräser sind schon über die Grundmauern übergewachsen. Aber dennoch, es ist beeindruckend und besonders beeindruckend finde ich, dass man hier das alte Sparta im Grunde sieht und da hinten sofort das neue. Sparta und Athen waren ja auch früher im Konkurrenzkampf zueinander. Sparta, seht ihr jetzt vielleicht, hat verloren. Athen ist die Hauptstadt geworden von Griechenland und Sparta an sich ist auch deutlich kleiner. Aber dennoch, Sparta hat eine bedeutende Geschichte und hat einiges in der Geschichte auch festgenagelt, festgemauert. Voll ausgeglichen. Ja, die Erklärungstafeln sind auch nicht mehr allzu gut erhalten. Nee. Aber das hier war mal das Amphitheater. Ja. Ort der Unterhaltung. Was man so ein bisschen über Sparta erzählen kann, ist, dass Sparta früher auf jeden Fall eine Kriegerkultur war. Alles wurde ausgelegt, die Kampfkunst, die Kriegskunst zu optimieren. Das war auch der Hintergrund, warum Sparta sich auch am Persischen Krieg beteiligt hat und auch verhältnismäßig mit geringen Streitkräften diesen Krieg angeführt hat, zum Teil. Am Ende leider auch verloren aufgrund dieser geringen Streitkraft. Aber die Qualität, sage ich mal, der Soldaten war früher sehr hoch und lobenswert, wurde auch sehr geschätzt im antiken Griechenland. Auf jeden Fall ein großes Kriegervolk. Es gab zum Beispiel auch das Agogi, das war das Trainingscamp der Spartaner, wo junge Männer hingeschickt wurden, von ihren Familien losgerissen wurden, um dann halt eben ausgebildet zu werden zum Krieger. Hier gibt es auch viele Geschichten drüber und bis heute gibt es sogar Militärkräfte dieser Welt, die diese Symbole, die Spartanerhelme oder auch gewisse Sprüche nutzen. Also das war auf jeden Fall was, was man sich merken kann über Sparta selbst. Video von uns, von den Thermopylen nicht gesehen hat, zur Erklärung, das hier ist Leonidas, der König von Sparta, zu der Zeit mit dem großen Perserkrieg. Und da steht der Text Molon Labe, total berühmt, denn damals hat Xerxes, der König von Persien, zu Leonidas gesagt, leg deine Waffen nieder. Und Leonidas hat ihn nur angeguckt und meinte, komm und hol sie dir. Und das heißt Molon Labe. Wir sind wieder zurück bei Ruby, haben jetzt Sawyer noch eingepackt und gehen jetzt noch eine kleine Runde mit ihm, weil hier ist so eine schöne Olivenplantage, glaube ich. Also da sind wir eben auch zur Akropolis gelaufen. War total schön und da gehen wir jetzt einmal noch mal ein bisschen mit Sawyer, ein bisschen durchs Grüne, bevor wir dann weiterfahren, dass er jetzt nicht die ganze Zeit gewartet hat und dann sofort weiter, sondern dass er noch mal kurz draußen war. Ja, wir waren jetzt auch nicht lange weg, ne? Wir haben jetzt bestimmt eine Stunde, eineinhalb Stunden vielleicht, waren wir in Sparta. Ja, und dann ging es auch schon wieder zurück. Also so groß ist es da auch nicht gewesen, also es war wirklich überschaulich. Thank you.
Der kleine Spaziergang ist zu Ende und jetzt suchen wir uns einen Platz für die Nacht. Wir sind jetzt angekommen an dem Platz für diese Nacht und werden nicht mehr viel heute machen, außer kochen und dann natürlich schlafen gehen. Auf dem Weg hierhin ist eine Kontrollleuchte bei uns sogar aufgepoppt, und zwar die für die Glühspirale. Wir haben ja eine Flammstartanlage, das heißt im Grunde, dass unsere Ansaugluft für den Motor wird erhitzt. Bevor wir den Motor starten, dann startet der Dieselmotor, der alte Dieselmotor, einfach ein bisschen besser. Und da scheint, dass unsere Glühkerze einfach verschlissen ist. Aber kein großes Problem, also die Anzeige leuchtet zwar, bedeutet aber halt eben nur, dass diese Glühkerze verschlissen ist. Die müssen wir dann tauschen. Kostet ungefähr 60 bis 80 Euro das Ersatzteil. Schauen wir also, dass wir das auch die nächsten Tage nochmal finden und dann wechseln. Aber alles keine große Sache. Wir haben ja keinen Winter. Ich denke, wir werden morgen trotzdem gut unseren Motor starten können. Aber das sehen wir dann morgen in aller Frische. Gute Nacht. Der heutige Plan ist es, auf jeden Fall weiterzufahren, und wie ihr seht, sind wir hier im Inland unterwegs, und dort am Horizont sieht man auch schon einige Berge mit Serpentinen. Die müssen wir heute auch fahren. Das heißt, wir müssen noch mal vorher ein wenig Service machen an Ruby, denn es sind jetzt auch wieder 5000 Kilometer rum und einige Teile müssen wieder abgeschmiert werden. Bei den älteren Fahrzeugen oder allgemein alten Maschinen hat man noch sogenannte Schmiernippel. Da presst man im Grunde über eine Fettpresse Fett hinein, damit zum Beispiel vorne die Achse, die Achsschenkelbolzen immer schön gut gefettet sind, denn das gute alte Sprichwort greift auch hier: wer gut schmiert, der gut fährt.
So, abschmieren ist jetzt fertig. Ich habe vorne die Vorderachse komplett abgeschmiert, habt ihr ja gesehen. Und auch natürlich die komplette Kardanwelle mit allen, ich glaube, 4 Nippeln waren es. Ja, jetzt sollte Ruby wieder mal gut laufen für die nächsten mindestens 5000 Kilometer. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas überhaupt interessant findet. Reparaturen an einem älteren Fahrzeug. Wir machen das sehr gerne, weil man es halt eben zum Großteil noch selber machen kann und auch viel dazu lernt. Das hilft auf jeden Fall auch selbst in gewisser Weise autark zu bleiben, weil man sich halt selber helfen kann. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas überhaupt interessant findet. Und jetzt würde ich sagen, düsen wir mal los. Wir machen uns jetzt auf den Weg und ich habe ja gestern Abend euch schon erzählt, dass wir hier eine Kontrollleuchte aufblinken haben für unsere Flammstartanlage. Vermutlich ist diese Glühkerze kaputt, die müssen wir einfach ersetzen. Das Gute ist, es ist sehr warm. Wir haben über 23, 25 Grad und das hilft Ruby auf jeden Fall zu starten. Der Motor sollte auch dann gut starten und laufen ist dann auch kein Problem. Ja, das heißt, wir gucken jetzt mal nach. Gucken wir erstmal nach, ob die überhaupt noch funktioniert. Oh, na ne. Geht sofort wieder aus. Okay, Steuergerät macht auch nichts, also wahrscheinlich nicht. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, das hat eigentlich einigermaßen gezeigt, dass das kein Problem war, weil es sehr warm ist. Ist natürlich mehr ein Problem, wenn es kühl ist. Wenn man zum Beispiel in Norwegen im Winter ist, dann sollte man das auf jeden Fall reparieren, aber wir werden es natürlich trotzdem reparieren. Wir sind jetzt 9 Kilometer von Sparta entfernt und hier gibt es, wenn man, nachdem man 118 Stufen hochgelaufen ist, etwas ganz Spannendes. Das zeigen wir euch jetzt mal. Wie viele Stufen? 118. 118. Voilà. Da ist gerade eine rausgekommen. Noch eine. Das ist schon beeindruckend. Besonders wenn man die Geschichte berücksichtigt. Ne? Merkst du das? Ja. Und das kommt auch so impulsartig. Es kommt gar nicht konstant. Das müssen unglaublich viele Leute gewesen sein. Wir sind hier an der Cave Kayadas angekommen. Und was ist daran überhaupt so besonders an dieser Felsspalte? Ja, das erzähle ich euch mal. Denn das hier ist tatsächlich ein Hinrichtungsort der Spartaner gewesen. Vor 2500 Jahren wurden hier Feinde der Spartaner hingebracht, 9 Kilometer von Sparta entfernt. Und da reingeworfen. Es ist total gruselig. Wir wissen gar nicht, wie tief es da runter reingeht, aber es ist sehr, sehr kalt. Da kommt regelmäßig so ein kalter Lufthauch raus. Da unten sind auch die Gebeine von ganz vielen erwachsenen Menschen. Da wurden Knochen gefunden. Also es ist wirklich ein Hinrichtungsort gewesen. Also mit einer dunklen Vergangenheit. Also diese kalte Luft, die ist sehr präsent. Da war eine Fledermaus. Der Mythos besagt, dass jedes Mal, wenn man vor dieser Felsspalte steht und man spürt kalte Luft entweichen, und das spüre ich gerade an meinem Rücken, also es läuft mir kalt den Rücken runter, kann man so sagen, dann sagt man, dass eine Seele entflohen ist. Ja, ist ganz schön gruselig, wenn man bedenkt, wie viele Menschen dort unten liegen, immer noch. Aber das Gute an dem Fund dieser Cave ist, man hat nämlich früher gesagt, dass die Spartaner ungewünschte Säuglinge oder Kinder mit Deformation auch darunter geworfen haben sollten. Das stimmt tatsächlich nicht. Durch den Fund dieser Höhle wurde das widerlegt. Sie haben keine Kinder darunter geworfen, sondern nur Erwachsene, denn die Knochen, die sie gefunden haben, gehörten lediglich ausgewachsenen Menschen, also nicht, ja, keinen Säuglingen und keine Kinder. Okay, liebe Leute, man sieht tatsächlich, dass das hier nicht allzu steil ist. Leonie meinte aber auch schon, dass viele, die die Höhle hier erkundet haben, später dann auf Kletterausrüstung zurückgestiegen sind. Es muss also irgendwann schon steiler werden. Man kann aber trotzdem einen gewissen Teil hineinlaufen. Und ich mach das jetzt mal, ne? Indiana, ja. Garrett. Nee, ich. Du kommst nicht mit. Nee, ich bleib hier. Ich bin nicht verrückt. Du passt hier auf. Ich pass hier auf. Okay. Pass auf, nicht, dass du wirklich ausrutscht, ne? Ja. Du musst auch wieder hochkommen, ne? Muss auch wieder hochkommen. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Geschichte gruseliger ist als die Höhle. Oh ja, und dann geht's dann da runter, ne? Siehst du was?
Geht so, nicht so. Ich überleg mal, dass, wenn da Leute gestorben sind, dann muss es auch wirklich tief runtergehen, dass sie nicht wieder rausgekommen sind. Ja, ich denke mal, da irgendwann, vielleicht sind die auch erstmal hier reingelaufen mit den Feinden und dann haben sie die vielleicht da unten, vielleicht ist da unten nochmal so eine Klippe, weißt du? Ja, aber dann geh nicht zu weit. Mein Handylicht funktioniert nicht. Guck mal. Hier, die Spartaner hatten früher schon Gewindeschrauben, Edelstahl. Gute Qualität. Soll ich wieder rauskommen? Okay. Also wenn da drin Knochen liegen, dann muss es irgendwann so sein, dass man sie da runterschubst und die kommen nicht mehr raus. Ja, ich glaube auch. Also irgendwann kommt so der Point of No Return. Ja, also komm wieder raus, bevor dieser Point kommt. Ja, ich komme wieder raus. Pass auf. Pass auf, jetzt kommt der glorreiche Moment. Warte. Schatz, da war was. Kann nicht sein. Weißt du, was jetzt passiert? Was denn? Pass auf. Zack. Schon mal wieder eine Seele rausgekommen hier. Hier bin ich. Na? Ja, das war schön. Schöne Geschichte. Gruselig. Gruselig. Gruselig, aber... Ein finsterer Ort. Ist ein Besuch wert. Kann man sich... Total. Also wenn man das so richtig mal spürt, diese kalte Luft, die hier durchzieht und daran denkt, was der Mythos besagt, schon nicht ohne. Das ist generell gruselig, dass dort unten einfach immer noch Knochen liegen. Ja. Also die... Ja. Da liegen immer noch Knochen. Ja. Also ich finde das total gruselig. Ja. Aber ich bin froh, dass du wieder heil draußen bist. Ich will wieder raus. Kommen wir weiter? Ja. Ich habe, bevor wir losgegangen sind, die Lenkradsperre reingemacht. Ich habe dafür schon ein bisschen Kraft aufgewendet. Jetzt kriege ich sie nicht mehr raus. Pass auf, dass du den Schlüssel nicht abbrichst. Das ist allgemein. Irgendwas nicht abbricht, wäre ganz gut. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Kalamata. Dafür fahren wir durchs Taygetos-Gebirge. Ich glaube, es ist 1,5 Stunden Fahrt und es sind ganz viele Serpentinen und sogar Tunnel, durch die wir durchfahren müssen. Ich glaube, wir kommen sogar an die äußerste Grenze mit Rubys Höhe. Also es wird auf jeden Fall spannend, aber die Fahrt soll einfach wunderschön sein durchs Gebirge. Also hoffentlich sind die nächsten Aufnahmen auch richtig schön. Also diese Straße hier ist ja unglaublich schön durchs Gebirge. Oh, wir haben jetzt hier einen kleinen Parkplatz gefunden am Straßenrand, weil wir wollten gerne nochmal hier die Drohne fliegen lassen. Aber während der Fahrt trauen wir uns das nicht, weil einfach so viele Felsen hier sind. Da haben wir Angst, dass die Drohne uns flöten geht. Aber es ist einfach so wunderschön hier. Oh, richtig schön. Also hier lassen wir jetzt die Drohne fliegen. Thank you.
Es ist wirklich einfach mal schön ins Inland zu fahren und nicht immer nur an der Küste zu sein. Die Aussicht im Inland ist wirklich unschlagbar. In der Beschreibung für diesen Stellplatz steht auch drin, dass man das Gefühl hat, man blickt über ganz Griechenland. Und so sieht es auch wirklich hier aus. Unfassbar beeindruckend, wie die Felsen hier und die Hügel, Berge geformt wurden über die Zeit. Wirklich wunderschön. Für uns geht die Fahrt jetzt schon weiter. Wir werden das Inland wieder verlassen, uns Richtung Kalamata begeben. Aber wir haben dennoch die Zeit hier sehr, sehr genossen. Es waren unfassbar schöne, erfrischende Temperaturen. Ich glaube, heute den ganzen Tag über so um die 12 Grad. Man hat so richtig einen klaren Kopf nochmal bekommen, konnte gut durchatmen, war auch gar nicht so müde. Also ich merke das immer, dass sobald es über 25 Grad wird, läuft da nicht mehr viel. Und hier war es wirklich Balsam für die Seele. Sawyer hat es auch sehr gut getan. Der hatte wieder richtig Spaß, ist wieder gerannt auf dem Spaziergang. Das hat er lange nicht mehr gemacht. Ja, aber dennoch, wir haben einige Termine noch zu erledigen in Kalamata. Dinge auch zu erledigen und entsprechend machen wir uns jetzt auf die Weiterfahrt. Damit ist der Einkauf erledigt. Wir werden jetzt noch nicht zum nächsten Stellplatz fahren. Wir müssen nämlich noch etwas Wäsche waschen. Nicht allzu viel wie letztes Mal mit den neuen Waschmaschinen, glaube ich. Aber ein bisschen Wäsche wäre mal wieder gut zu waschen. Und deshalb fahren wir jetzt nochmal so 1,3 Kilometer hier durch die Stadt, parken auf dem Parkplatz und laufen 10 Minuten dann zu einem Waschsalon. Und dann hoffen wir, dass das alles ein bisschen schneller geht, denn es ist jetzt schon 7:15. Wir sind jetzt mitten in Kalamata angekommen, denn der ursprüngliche Parkplatz war dermaßen überfüllt, da mussten wir rückwärts raus, mitten auf eine gut befahrene Kreuzung, aber Leonie hat mich gut eingelotst. Und jetzt sind wir halt mitten in Kalamata, mussten hier direkt an der Straße parken, aber ist okay, wir hatten hier noch einigermaßen Platz. Und jetzt laufen wir 8 Minuten zum Wäschesalon. Der kleine Sawyer bleibt aber hier, denn wir haben ganz viel gelesen, dass in Kalamata oft Autos aufgebrochen werden. Deshalb ist es heute deine Verantwortung, hier aufzupassen, mein kleiner Freund. So, der neue Tag hat begonnen. Wir sind an einem neuen Stellplatz, ein bisschen südlich von Kalamata und waren gestern auch noch in Kalamata, haben unsere Wäsche gewaschen und waren auch noch einkaufen. Jo, jetzt sind wir hier hingefahren, sind abends angekommen. Ich glaube sogar gegen 10 Uhr erst, weil es so lange noch gedauert hat mit der Wäsche. Und sind wir schlafen gegangen. Und ich habe noch heute Nacht, bin wach geworden, ich habe noch was gehört. Und ich habe zu Garrett gesagt, Garrett, was war das? Und ich war auch richtig erschrocken. Und Garrett hat halt gesagt, ja, ich glaube, das ist Sawyer in seiner Hundehöhle. Weil es war halt so leicht, dass so ein Gerümpel, so ein Gedüdeldem halt, ne? Und das macht er halt manchmal, weil er sich dann umlegt und dann mit dem Kopf gegen die Wand stößt. Ja, und ich dachte, ich habe es dann auch geglaubt. Ich dachte so, ja, okay, war Sawyer. Habe mich umgedreht und habe weiter geschlafen. Heute Morgen gehe ich raus, gehe mit Sawyer spazieren und dann sehe ich, warte mal, da fehlt doch was. Ja, und dann fehlte vorne unser Kennzeichen. Dann bin ich nach hinten gegangen, fehlte hinten auch unser Kennzeichen. Haben die einfach unsere Kennzeichen geklaut heute Nacht. Ja. Von Ruby. Krass, ne? Boah, ey, wir hatten Sonnenhals, ist jetzt schon ein bisschen her, wir haben jetzt 9:30, mir ist es heute Morgen so, ich glaube, vor einer Stunde aufgefallen, haben schon ein bisschen abgeregt, aber es ist total nervig, es ist einfach so nervig. Wir vermuten mal, also hier sind auch andere Camper, entweder A, die hatten keinen Bock auf Camper, aber dann kann ich nicht verstehen, warum nur unser Kennzeichen weg ist und alle anderen Camper haben noch ihr Kennzeichen, deswegen hat Garrett gesagt, vermutlich war es wegen unserem Kennzeichen, weil wir halt Flow draufstehen haben und unser Motto ist halt Go with the Flow. Wir haben es damals ausgesucht. Der 15.05. steht auch drauf. Das ist der Tag, wo Garrett und ich uns kennengelernt haben.
ja, ist halt unser sentimentaler Wert des Kennzeichens und es ist einfach jetzt, wir kriegen so einen Hals, wenn wir daran denken, dass irgendjemand das klaut und nutzt, um Autos zu klauen, keine Ahnung, dafür werden ja die meistens geklaut oder sich das einfach ins Wohnzimmer hängt, weil halt Flow draufsteht, aber es ist irgendwie, zieht es so durch den Dreck und das finde ich total schiete. Ja, also wir haben jetzt, wir haben jetzt 9:30, müssen aber jetzt zur Polizei und das anmelden, falls wirklich das Kennzeichen genutzt wird, um ein Auto zu klauen, dass wir halt fein raus sind und wir sagen können, wir waren es nicht. Uns wurde halt das Kennzeichen geklaut und wir müssen uns halt jetzt auch Gedanken machen, wie es ist mit der Weiterreise. Wir haben halt jetzt nur ein Kennzeichen, wir haben nämlich 3 und eins, wo auch unsere TÜV drauf, unsere TÜV-Plakette drauf ist, das ist halt hinten hinter den Fahrrädern, also noch an Ruby dran und da kamen sie vermutlich nicht ran, deswegen haben sie es nicht geklaut. Wir können es vermutlich nicht weiter nutzen, also für die Weiterreise vielleicht schon, aber keine Ahnung, wir müssen uns mal Gedanken machen und bei der Polizei nachfragen, was jetzt gemacht wird. Ich zeige euch mal was nicht da ist, und zwar hier kein Kennzeichen mehr und hier auch kein Kennzeichen mehr. Was lernen wir daraus? Auf jeden Fall diebstahlsichere Kennzeichenhalter in Zukunft immer dabei haben. Das hatten wir noch nie. Also wir waren auch schon in Spanien in den verrücktesten Ecken mit dem T4. Da hatten wir die gleichen Halter. Naiv, aber gut, ist jetzt so. Kann man nicht ändern, außer in Zukunft. Ich hoffe, dass das dem einen oder anderen vielleicht auch weiterhilft, der unterwegs ist in verschiedenen Ländern. Holt euch auf jeden Fall vernünftige Kennzeichenhalter. Spart da nicht am falschen Ende, denn das sorgt ansonsten für ganz viel blöden Stress. Aber Leonie hat schon gesagt, hey, die Räder sind noch da, keine Scheibe ist eingeschlagen. Kein Reifen ist zerstochen, es sind nur diese Kennzeichen, die jetzt natürlich noch mal ein bisschen Aufwand machen, denn wir fahren jetzt zur Polizei, melden das ja noch mal und dann müssen wir mal weiter gucken, wie wir da genau vorgehen. Wir haben ja zum Glück noch eins, wir sind ja mit 3 rumgefahren. Wir haben ja noch das an Ruby selbst hier, das werden wir dann umbauen und hinten müssen wir dann vermutlich übergangsweise eine Pappe reinstecken mit unserem Kennzeichen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal unsere Erfahrung. Versicherung ist auch schon informiert. Gut, wir packen ein und fahren jetzt zur Polizei. Wir sind jetzt bei der Polizei angekommen und wir gehen jetzt rein. Zu euer lassen wir hier im Auto. Ist, glaube ich, sicherer hier in Kalamata. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein und gucken, was sie sagen und wie sie uns weiterhelfen können. Wir sind wieder raus aus der Polizeistation und tatsächlich konnten sie uns nicht weiterhelfen, denn wir mussten zu einer anderen Station bei uns in der Nähe, wo wir auch standen. Bei Google Maps ist sie nicht eingetragen, deswegen haben wir jetzt die Adresse von ihm bekommen, wo wir hin müssen. Aber die haben gesagt, da können sie uns auch auf Englisch weiterhelfen. Also ja, hier war es auf jeden Fall die große Polizeistation von Kalamata. Da war auch so, wir haben es übersetzen lassen, da war Drogenfahndung und Kriminalermittlungen und sowas. Also ich glaube, das war so die große Polizeistation und wir müssen, glaube ich, einfach nur zu einer kleineren, bisschen außerhalb. Also da, wo sie auch unsere Kennzeichen gestohlen haben. So, wir sind jetzt bei der nächsten Polizeistation angekommen und gucken mal, ob die uns weiterhelfen können. Okay, mittlerweile ist einiges an Zeit vergangen. Wir waren bei der zweiten Polizeiwache, haben dort alles aufgesetzt, eine Aussage gemacht und warten jetzt im Grunde nochmal auf den ganzen Papierkram, der erledigt werden muss. Heute ist nämlich schon Freitag und dieses Wochenende passiert jetzt eh nichts mehr. Also wir werden uns dieses Wochenende jetzt mal Gedanken machen, wie es weitergeht. Müssen uns da auch noch mal ein bisschen informieren. Und ja, ich würde sagen, dieses Video endet jetzt aber auch, denn es ist schon lang genug und Garrett muss es noch schneiden und das wird uns alles ein bisschen viel hier. Deswegen wird es den Rahmen sprengen. Also ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, trotz des witzigen und traurigen Endes zugleich. Und ja, also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen oben da und schreibt es in die Kommentare, wie immer. Ihr abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und drückt auf die Glocke, dann bekommt ihr auch jede Woche mit, wenn wir ein neues Video hochladen. Und schaut gerne bei Instagram vorbei, wenn ihr da einen Blick hinter die Kulissen haben wollt. Vielleicht erfahrt ihr da ja auch schon ein bisschen mehr zu unseren Kennzeichen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, werden das Ganze auch irgendwie wuppen. Wir haben schon andere Sachen geregelt, deshalb drückt uns bitte die Daumen, gibt uns einen Daumen nach oben, ein bisschen Liebe, da freuen wir uns drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.